Hallo meine Lieben, hier ist Future Dani und ich sitze, wie ihr seht, gerade am Schneiden dieses Videos. Es wird noch ein zweites Video zu bestimmten Produkten, nicht zu allen, aus der Glow Pro Box geben. Und am Ende des Videos gibt es außerdem das Gewinnspiel, wie ihr die Glow Pro Box bzw. die zweite, die ich habe, gewinnen könnt. Ich möchte mich hier vorab nur entschuldigen für den Ton in dem Video. Die zwei Gründe. A, ist das Mikrofon abgeschaltet. Hat sich ausgeschaltet und ich hatte keine Batterien mehr und dachte mir so, okay, so schlimm wird es nicht sein, aber wir haben das halt in einem von diesen tollen Zimmern hier in der neuen Wohnung gedreht und es ist einfach unglaublich hallig. Ich hoffe inständig, ihr vergebt mir, uns, mir, den Zimmern, Sandra und so weiter, und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Anschauen. Viel Spaß. Hallo meine Freunde der Sonne, heute habe ich die Sandra wieder bei mir und die hilft mir, weil ich es alleine schaffe, beim Unboxing der aktuellen Glow Pro Box bei DM, die mir wieder zugeschickt wurde. Ich habe auch noch eine zweite, das heißt, es gibt am Gegenende des Videos auch noch natürlich Instruktionen, wie ihr Glow Pro Box Nummer 2 mit demselben Inhalt gewinnen könnt. So. Wenn ihr nichts Genaues wissen wollt, schaltet den Ton aus, lasst das Video weiterlaufen und macht den Ton jetzt wieder am Ende an, damit ihr es gewinnen könnt. Aber wehe, ihr spult vor, dann bin ich euch für immer beleidigt. Ich werde euch heimsuchen nach meinem Tod und so weiter und so fort. Wer darauf keinen Bock hat, sollte es nicht machen. So, ich habe vor allem die Sandra da, weil ich habe schon mal reingespitzt. Ja, ich bin voll der böse Mensch. Also eigentlich nicht da reingespitzt, aber ich habe eine E-Mail bekommen, wo alle Sachen aufgelistet waren und habe sie mir durchgelesen. Bis mir eingefallen ist, ich versaue mir gerade die Überraschung. Und ich weiß, dass auch ein paar Sachen drin sind, die ich schon habe zum Teil, und deswegen dachte ich mir so, die Sandra besucht mich eh gerade in Wien, dann kann sie ein paar Sachen auch selber mitnehmen, wenn sie Lust hat, und deswegen machen wir das zusammen. Yeah. So, und dafür machen wir erstmal diesen komischen Scheiß hier raus. Ein erstes Feature, Holzwolle. Wundervoll. So, willst du zuerst irgendwas rausziehen, das wir uns anschauen? Ja. Es ist dieses Mal mega viel drin. Mach einfach. Darf ich nicht. Das finde ich zum Beispiel schon sehr interessant. Abschmink- und Waschpads. Oh geil. Wiederverwendbar. Ein Dreier-Set. Wir können sie auch aufteilen. Dreier-Set. Sehr geil. In meiner Lieblingsfarbe übrigens, in grün. Sehr geil. Was steht da so drauf? Super soft. Besonders effektiv schonende Reinigung und spezielle Mikrofasern. Warum sind da Zitronen drauf? Und anscheinend von Höhle der Löwen. Aha. It's a design choice. It's a design choice. Da haben wir irgendwie ein Messer oder sowas, dann können wir die auch aufmachen und mal reinstecken. I'm gonna get some. So. Das riecht tatsächlich nicht nach Zitronen. Das ist wirklich eine reine design choice. What do you say about the fluffiness? Nicht so fluffy, wie ich erwartet. Oh, nee, ist nicht so fluffy. Es hat so ein bisschen was von einem Waschlappen. Die weiße Seite ist weicher. Ja, die weiche Seite ist weißer, genau. Oh, sorry. Face Liner. Das ist ja interessant. Es ist auf jeden Fall sehr hübsch eingepackt. Ich habe ein Zettel gefunden. Waschis. Das sensationelle Waschpad für die gründliche Make-up-Entfernung. Nach Gebrauch mit Seife und warmem Wasser auswaschen. Die Pads können dann nur in der Waschmaschine ohne Weichspüler gewaschen werden. Mir ist halt Mikrofaser. Ja, eh. Und man braucht keine Reinigungsmittel, nur mit Wasser in kreisenden Bewegungen über das Gesicht wischen. Ich weiß ja nicht, was die für ein Make-up verwenden. Ja, aber meins geht damit nicht runter. Ich habe mir gerade überlegt, so, wir teilen, das sind eh drei Stück, ja. So, jeder kriegt eins, zwei, wie auch immer. Ich glaube, ich werde mit den Produkten, die ich am Ende nicht vermache an die Sandra, dann noch ein zweites Video machen, wo ich die teste. Und ich glaube, da werde ich das mal mit denen machen, mit dem Abschminken, dann mit einem, wie heißt es, mit einem Micellenwasser mal noch danach drüber gehen und schauen, wie viel da noch hinterher kommt. Dann werden wir das ja sehen. Ihr könnt das natürlich auch so machen, so eine Seite so normal und die andere Seite so mit dem Ding. Irgendwie sowas, ja. Und dann schauen wir mal. Aber trotzdem natürlich cool. Also ich meine, man spart sich, wenn das Ganze wirklich gut funktioniert. Wobei ich weiß, meine Mom hatte auch solche Dinge, die haben schon gut funktioniert, aber dann ist es eigentlich keine Innovation. Nee. Weil die hatte schon sehr lange.
Das sind aber so kleine Dinge. Ja, es ist auch irgendwie nicht so innovativ. Na gut. Aha. Eine plus 31% längere Wimpern Wonder Extension Mascara. Ich liebe diese Vorher-Nachher-Bilder. Und ich glaube, ich behalte die und schenke sie meiner Mom, weil meine Mutter... Oh Gott. Kennt ihr? Nichts gegen meine Mama. Ja, ich habe meine Mama lieb. Aber kennt ihr diese Leute in einem gewissen Alter? Sie sind noch nicht so alt, aber es sind meistens gerade so, die so Mitte 40 sind. Die vor einigen Jahren Facebook für sich entdeckt haben. Und dann diesen Facebook-Werbungen erliegen. Und sie kam letztens an, ob ich ihr so eine Mascara bestellen könnte, in der Wimpernteile drin sind, die dann die Wimpern extrem verlängern. Hat sie mir dieses Vorher-Nachher-Bild gezeigt mit so kleinen Stummelwimpern. Und danach hatte die so Oschis, so super dichte, schwarze. Ich musste ihr dann mitteilen, dass das nicht so aussehen wird am Ende. Und dass sie sich doch einen schönen Mascara kaufen soll von einer Marke, die vielleicht nicht einfach nur 3 Euro kostet, wie das Produkt, das ihr da gezeigt worden ist. Vielleicht schenke ich ihr das Ding dann einfach. Die Wonder Extensions Mascara. Also ich finde die Verpackung tatsächlich sehr, sehr cool. Sieht sehr geil aus. Sehr shiny und bunt. Die Farbe. Ja, ich bin da auch immer sehr skeptisch. Ich meine, ganz ehrlich, der Mascara, den ich benutze, mit dem ich super zufrieden bin, der kostet 2 Euro. Ja. Der ist fantastisch. Ich weiß nicht, meiner kostet 5 Euro oder so. Ich habe mal den von NYX immer den gleichen. NYX ist ja nicht teuer. Aber ich habe verschiedene von der Marke schon gehabt. Mit der Bürste komme ich halt am besten zurecht. Das ist meistens die Bürste, die den Unterschied macht. Das verstehen die Leute ja auch nicht so. Und Wimpern vorher curlen. Ja, natürlich, das hilft auch nochmal. Ja, 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 daher vergessen. Ich mach das nicht, was eigentlich das Ding liegt. Aber es hilft tatsächlich, ja, ich bin zu faul. Next one! Oh, was ist das? Ein Body Sands Self-Tanning Foam. Ich hab vor Selbstbräuner, auch wenn es, also das ist irgendwie keine Creme mehr, so wie früher, sondern so ein Schaum. Und ich hab das halt vor Angst. Eine Freundin von mir hat eins, das war ohne Flecken. Sie hat bei mir, wo sie hier war, hat sie sich eingeschmiert und es war nicht fleckig. Ich war erstaunt. Ich habe sie so überall eingerissen. Das ist immerhin Light Medium, also. Das ist ja schon mal was. Na, Dani. Soll ich mal meine Beine. Da kann ich halt den ganzen Sommer nicht mehr rausgehen, wenn das fleckig wird. Noch weniger als jetzt. Ich werde nicht braun. Ich kann mich den ganzen Tag in die pralle Sonne legen. Und vielleicht bekomme ich einen Sonnenbrand. Ja, und wenn nicht, dann schaue ich heute Nacht so aus wie vorher. Ich meine, ich kriege zumindest so eine Mühfarbe. Ich habe immer Angst, dass ich aussehe wie ein Pünktchen. Dalmatina. Kann ich verstehen. In anders. Ich habe noch etwas Tee. Ich habe noch etwas Tee. Dann mache ich den jetzt weg. Mach ihn leer. Ich habe hier eine Hydro Overnight Mask mit 5% eines Wortes, von dem ich noch nie gehört habe. Das ist noch nie schlecht. 48 Stunden Hydrating. Das ist doch schön. Von Catrice. Squalane. Was zum Was ist eine Squalane? Kommt der Chemiker in mir durch? Hast du auch noch nie gehört? Nee. Was sind Squalan? Nachtmaske mit Squalan und Vitamin C. Feuchtigkeitsspendend. Am Morgen abwaschen, 2 bis 3 Mal die Woche anwenden. Vertraulichkeit hauptärztlich bestätigt, das heißt nichts. Was ist Squalan? Ein farbloses Öl. Eigenschaften der Alkane. Moment. Wikipedia ist dein Freund. Weichmachende und glättende Lipidkomponente verwendet. Ja, nehme ich. I like it. I try it. Nach dir. Dann nehme ich das hier. Also, finde ich interessant. Das sind nämlich Energy Kick Gummibärchen. Mit ganz vielen Vitaminen und so Zeug. Oh, das ist ja cool. Ich hasse Gummibärchen. Ich liebe Gummibärchen. Ich will jetzt einen Vitamin Kick.
sind das so spezielle Gummibärchen, dass man die mit so einem komischen Druckverschluss zumachen muss. Das ist halt ein Vitaminpräparat. Es ist halt nichts zum Naschen, sondern es ist halt ein Vitaminpräparat. Wir hatten heute. Ich hätte heute noch keine Vitamine bei dir. Ich hatte B12. Und den Kuchen. Das ist kein Vitamin. Doch, das ist gut. Vitamin K. Vitamin Kuchen. Ich hätte auch schon Vitamin T. Die sind orange. Heißt es, dass sie nach Orange schmecken? Bitte nicht. Ich hasse Orangengummibärchen. Ich befürchte, du musst leiden. Das sind Gummibärchen, die kann ich sogar essen. Ja, 60 Tage lang. Jetzt noch 58. Sind vegan. Mhm. Schmecken gar nicht so schlecht. Ja, findest du. Etwas, was für mich eigentlich sehr unnütz ist. Ich glaube, das ist sogar zu klein schon mal für meinen Nagel. Ich habe so riesen Nägel. Es müssen aber noch andere Größen drin sein. Ah ja. Ist einmal von Elegant Touch Velvet Nude 24 Nägel mit Glue. Achso, ja, 10 Größen. Mhm. 10 Größen. Ah ja, okay, krass. Vielleicht probiere ich es mal aus. Vielleicht auch nicht. Haben die, ist das so ein Kleber oder haben die so Klebepads mit dabei? Es gibt nämlich auch eben diese Kunstnägel, weil die sind mittlerweile relativ dünn. Kannst du aufmachen. Die fühlen sich an wie normale Nägel. Und die haben so wie so doppelseitiges Klebeband. Das machst du dir auf den Nagel drauf und dann klebst du diesen Nagel drauf. Und das hält tatsächlich ganz gut. Aha. Macht aber den Nagel nicht so kaputt. Nee, ist normaler Kleber. Für die Farbe ganz schön. Ja, die Farbe ist schön. Alte Rosa. Mhm. Ganz niedlich. Eine Hautklar Pure Active Seife. Feste Reinigung fürs Gesicht. Genau. Für Körper. Gesicht, genau. Rücken, Hals. Ja. Mit Kohle. Mit Aktivkohle, genau. Plastikfreie Verpackung. Da war am Rand noch irgendwas grün. Was steht da drauf? Steht da noch irgendwas Wichtiges? Umweltfreundliche Formel, soziales Engagement. Mehr Einsatz von recycelten Materialien, mehr Einsatz von erneuerbaren Energien und mehr Einsatz im Kampf gegen Plastikverschmutzung. Yay! Trockenshampoo, das Original von Batiste. Ich hatte mal das für blonde Haare von Batiste, dann war ich gelb, wie Eigelb danach. Okay. War schlimm. Aber das ist das Original. Erfrischt es her, ohne auszutrocknen. Ich hab immer was anderes. Ich habe nie Batiste, aber ist ja egal. Ich glaube, ich hatte auch schon welche von Batiste, aber... Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich sie gut fand oder nicht. Aber hey! Trockenshampoo. Nee, ich hatte mal ein Trockenshampoo. Da ich kam nicht mehr mit dem Kamm durch die Haare durch. Und ich hatte super wenig drauf. Mhm. Da hinten ungefähr. Und das hat sich so verklebt. Okay, das hatte ich noch nie. Das war so ekelig. Ich hatte nur, oder hab immer noch eins zu Hause, das hat Pfirsichgeruch. Mm. Das ist so widerlich, weil jedes Mal, wenn du dich irgendwie ein bisschen bewegst, kommt da so eine Pfirsichwolke, aber es ist halt so eine richtig schöne, künstlich. Das ist eklig. Das ist eklig. It's your choice. Das war nicht schön. Nee. Schenke ich dir. Remix Cologne. It's Parfum. 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 Da haben wir noch was drin. Ein Erfrischungstuch. Das ist gratis mit dazu. Das ist ein Grund. Sieht aus wie etwas, was meine Schwester tragen würde. Oh, ist das süß. Boah, ist das süß. Das ist nicht nach meiner Schwester, du willst es nicht, oder? Nee, ich will es nicht. Das ist eine Art Parfüm, die habe ich getragen, als ich 16 war. Ja, voll. Also es ist jetzt nicht super widerlich, aber es ist einfach süß. Genau, es ist nicht eklig, aber es ist unglaublich süß und man braucht einfach auch jedes Parfüm, riecht ja auch in jedem anders. Und vielleicht gibt es Menschen da, wo das auszuhalten ist, wir gehören nicht dazu. Wunderbar. Aber hey, wenn ihr auf süße Parfümgerüche steht, dann bitte.
Wunderbar. Bin ja so ein Fan von Hanf. Brauche ich auch nicht, habe ich schon zu Hause. Das oder was? Genau das? Genau das. Was ist das? Biohanf mit Zellenwasser. Ah ja, cool. Das können wir ja gleich testen. Interessant. Also ein Zellenwasser mit Biohanf, weil im Moment ist ja eh alles auch mit Hanf. Augenärztlich getestet, für Kontaktlinsenträger geeignet, frei von Duftstoffen. 100% recycelt, vegan. Genau, es ist vegan und wenn du eine sehr empfindliche Haut hast, die jetzt zum Beispiel beim Abschminken schnell rot wird, schnell trocken wird, dann ist das eigentlich total geil, weil es die Haut sehr beruhigt. Das ist auch bei mir der Grund, warum ich das habe. Ich bin froh, dass es nicht nach Hanf riecht. Ich glaube, es riecht nach gar nichts. Es riecht nach eigentlich mehr oder weniger gar nichts, ne? Cool. Kann ich das mal benutzen? Da ist echt viel drin, ich mag dieses Mal. Das ist echt krass. Und eigentlich relativ viel cooles Zeug. Geil. Gesichtsmaske. Immer mit gut. Hyaluronsäure. Ja. Wassermelonenextrakt. Gut, Wassermelone. Wassermelone? Ja, aber weißt du, wie Wassermelone künstlich immer riecht? Ich habe irgendwie welche im Kühlschrank. Wassermelone, die dümmste Entscheidung meines Lebens. Das ist so widerlich. Übrigens auch vegan von Garnier. Interessant. 5 Minuten konzentrierte Tuchmaske. Geil. Danach wird der glatt gebügelt. Das ist die Frage, wer den nimmt. Ich. Du wolltest keine Melone. Ich mag keine Melone. Dann machen wir gleich weiter mit den nächsten Melonen-Ding. Mit einem riesen... Nee. Nicht? Hair Food Volumen. Ja, hast du einen inneren Konflikt? Hast du einen inneren Konflikt? Da steht Volumen drauf, aber es ist mit Wasser. Ich habe Volumen in den Haaren. Du musst die Haare einfach nur so lange blondieren, bis sie so strohig sind, dass sie von alleine stehen. Ich finde es echt schön. Warte, nee. Finde schon cool. Sehr geil. Wassermelon Hair Food 3-in-1 Maske für feines Haar. Ja, witziger Witz. Ne? Witziger Witz. Ist doch was für dich. Ich habe, glaube ich, genug Haarpflegeprodukte zu Hause. Vegan, biologisch abbaubare Formel, dermatologisch getestet, pflanzliche Öle und Silikone für natürliches Haargefühl. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt Garnier und so diese ganzen klassischen Beauty-Marken auf diesen grünen Trip gekommen sind, ja, und plötzlich alles so vegan funktioniert. Biologisch abbaubar. Leute ersetzen uns mit ethisch vertretbaren Produkten. Hilfe, ja. Let's do it. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. Immer noch? Alter, ja. ich würd mir das Video bis zum Ende anschauen. Du darfst, ich hab die Wassermelone. Also, ich nehme das hier unten in der Ecke. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kopfhautbooster Tonic Lovely Long. Mandelblüte und Anagen. Dichteres Haar in 3 Monaten. Stimuliert das Haarwachstum. If you want it, you can have it. Es ist vegan. Ich bin unsicher. Ja, es ist vegan. Es ist DM-Eigenmarke. Also Langhaarmädchen heißt die Marke. Da sind ja mehr Sachen drin. Mhm. Ich sehe hier noch 3 Dinge von Langhaarmädchen. Schauen wir mal. Was ist das? Ein Haaröl. Intense Repair. Kokosöl und Burritiöl. Instant Burrito? Burrito-Öl. Intensive Pflege ohne zu beschweren. Anti-Frizz-Effekt. Okay. Oh, das ist aber cool. Ein Multi-Benefit-Oil für die Pflege nach der Haarentfernung. Für seidig weiche Haut. Entfernt Wachsreste. 24 Stunden Feuchtigkeit. Süß. Woher ist noch irgendjemand selber auf dieser Welt? Also ich hab's einmal gemacht, ich mach das nie wieder. Nee. Weißt du, was noch ein bisschen schlimmer ist als Waxing? Haarentfernungscreme. Findest du dich richtig geil? Vielleicht habe ich nicht die richtige Haut dafür. Ich bin danach immer rot wie Krebs. Das könnte sein. Hier haben wir von Langhaarmädchen einen Conditioner. Lovely Long, Mandelblüte und Arganöl. Hilft das Haarwachstum zu stimulieren und reduziert Haarbruch. Toll. Der ist schon cool. Ich klinge mal sarkastisch, aber ich finde wirklich den Großteil wirklich cool. Also das ist schön, wenn es funktioniert. Das ist schön, auch wenn Hanf irgendwie, ja, alle mit Hanf, so auch nett.
Ich finde das wirklich schön. Was ich nicht so cool fand, war bisher das Parfum. Und die Nägel. Die Nägel mache ich am wenigsten. Aber der Rest war bisher wirklich cool. Ich klinge nur immer so negativ. Du sprichst halt fließend sarkastisch. Ja. Muss ein bisschen mehr anhören. Wow, das ist so super. Da ist eine Melone drauf. Aber so bin ich halt nicht. Wir haben übrigens noch das passende Shampoo dazu. Super Überleiter. Also hier ist übrigens das passende Shampoo. Ist auch super. Letztes Produkt. Und ich glaube, ich werde es benutzen. Ist ein Flawless Gesichtshaarentferner. Entfernt Haare sofort und schmerzfrei. Und alle, die sich jetzt denken, warum? Ich finde es voll schön, wenn so dieser Flaum, den man so hat, wenn der weg ist und man so ein super glatte Gesicht hat und man ist so, ich glänze im Sonnenlicht irgendwie. Ja, das habe ich auch vor kurzem für mich entdeckt. Ich finde es voll schön. Here I am, once again. Zum Glück noch nicht ohne Make-up. Und zwar das Gewinnspiel. Ja, ich habe es geschafft, dass der Ton dann komplett weg war. Als sie am Ende das dann gesagt haben, wie das... Warum laufen momentan alle Videos so chaotisch? Also, meine Lieben, wie gewinnt ihr die zweite GloPro-Box? Also die nicht ausgepackte, nicht offene GloPro-Box bekommt ihr wie folgt. Es soll diesmal anders laufen, nicht wieder Gewinnspiele mit Nummern ziehen und so weiter. Ich sammle im Moment nämlich für einen Giveaway gegen Ende des Jahres, so zu Weihnachten. Und das kann gerne wieder so eine Art Gewinnspiel sein. Aber dieses Mal ist es anders. Ich möchte von euch kreative Nachrichten auf Instagram, wo ihr mir sagt, welche der Produkte, die in diesem Video vorgekommen sind, welche drei Produkte waren eure Lieblinge und hättet dazu gerne irgendwas Kreatives, irgendeine kreative Begründung, Aussage, was sind eure Lieblinge, habt ihr mit was Erfahrung, schreibt mir irgendeine schöne Nachricht und so landet ihr im Endeffekt in der Auswahl, um die GloPro Box zu bekommen. Und ich werde dann tatsächlich einfach dementsprechend, je nachdem, wer mich am meisten unterhalten hat mit seiner Nachricht, auswählen, wer die GloPro Box gewinnt. Dieses Mal ein bisschen anders, ihr müsst euch ein bisschen mehr anstrengen. Also habt ganz viel Spaß dabei und vergesst nicht, eine GloPro Box wartet auf euch. Danke fürs Anschauen. Habt einen schönen Tag, Abend, was auch immer, wie viel Uhr es ist. Bis demnächst und vergesst nicht, die anderen Videos zu gucken, in denen der Ton nicht total scheiße ist.